Du hast damals das Ziel gehabt, ich möchte in die Medien, ich möchte Entertainment machen. Bist du jemand, der generell sich mal Ziele setzt? Hast du auch heute Ziele für die Zukunft, die du erreichen möchtest? Was für mich absolut essentiell ist, ist, ich habe Spaß an meinem Job. Das ist schon so ein grundlegendes, positives Element in meinem Leben. Ich habe es ja gelernt, wie schon gesagt, Behindertenfahrdienst oder auch Versicherungskaufmann und solche Sachen zu machen. Also ich kenne diese 9-to-5-Nummer und irgendwie die Tage rückwärts zählen, bis wieder Wochenende ist. Was macht dir genau Spaß an deinem Job? Alles, also ein Großteil. Also ich meine, Atze Schröder sagt immer, es ist besser als richtig arbeiten. Alles, was wir machen. Das Wichtigste ist für sich, dass man in irgendeiner Form ein Glücklichsein entwickelt. Wie schaffst du es, mit dem Druck umzugehen? Oder ist das genau das, was du letztendlich schon in jungen Jahren gelernt hast, dass diese Spalten, dieses, keine Ahnung, auch irgendwo immer gegen den Mainstream zu sein, was du ja damals schon in der Familie warst, ja, richtig fromm warst oder nicht, hast du es da schon gelernt, sozusagen diesen Druck einfach auszuhalten? Oder weil viele, glaube ich, würden bei dem Leben, was du führst, bei der Öffentlichkeit, bei dem Druck, auch bei den Geschichten, die da passieren, würden nicht diese Lockerheit haben, die du an den Tag legst. Ja, haben auch viele nicht. Also man muss auch schon ein dickes Fell haben. Also ich habe einfach ein sehr gesundes Selbstbewusstsein. Ja, also tiefenentspannt ist man dann auch nicht die ganze Zeit, aber in Stresssituationen Ruhe zu bewahren und das Richtige zu machen, das ist halt, das lernt man. Das ist im Straßenverkehr hilft das, das hilft in jeder Situation. Erstmal, wenn irgendwas passiert, erstmal ganz kurz versuchen, beieinander zu bleiben. Was ist jetzt das Beste, was wir als Nächstes machen sollen? Das ist ja wie man, wenn man einen Unfall hat oder irgendwas passiert, und das Beste versuchen, draus zu machen.